Dumme Scheiße. Wir haben in 20 Minuten denselben scheiß Bosskampf zweimal gemacht und dann bemerkt, dass du nur die letzten 30 Sekunden geblieben sind. Yes. Das ist Luigi. Zum dritten Mal. Wir spielen wieder das lustige Spiel mit Hasen und... Ihr könnt mich gerade nicht sehen, aber ich bin so wütend. Maxi ist so wütend, weil die letzte Aufnahme, wo wir den Boss zweimal gespielt haben, hat nicht gespeichert. Aber. Natürlich waren da sehr, sehr lustige Witze. Darunter auch einen über Herpes. Aber ihr könnt ihn nicht hören. Wie schade für euch. Anthony weiß jetzt wenigstens, wie man den scheiß Boss besiegt. Da ist er. Big Boy Pflanze. Ich muss jetzt erstmal. Nee. Ja, den Miniboss, den besiegen wir jetzt schnell. Erzähl mir die Geschichte von einem einzelnen Grashalm. Von Anfang bis zum Tod. Also, zum Erst, er sucht sich eine lustige Wiese aus, wo die lustig wachsen kann. Gerd Grashalm war ein junger Mann. Dann kam ein Rasenmäher und hat ihn mehrmals geköpft. Plot Twist. Ich war der Rasenmäher. Können wir das an Pixar verkaufen? Einfach diese drei Sätze. Wir haben zuerst den da oben, rechts, den genau. Da oben. Genau. Den da umgebracht. Erstmal mit Mario runtergekickt. Boom! Ah, mein Steißbein! Zieh durch! Ich zieh durch, keine Sorge. Ja, wir könnten jetzt schon in Part 2 sein. Danke, Anthony. Wenn wir, und dann 15 Minuten später, könnten wir in Part 3 sein. Denn so funktioniert unser Aufnahmeplan. Ah! Feuer! Fuck! Wie das einfach steht! Feuer! Warum steht da nicht brennen, ouch, ouch! Arsch tut weh! Was? Wie macht der direkt alles kaputt? Oh, die arme Rabbit Peach! Oh nein! Au! Nicht das egoistische Arschloch in Perücke. Hast du dem überhaupt schon Schaden gemacht, den Jungen? Nein. Kannst du den da oben mal vollkommen in den Arsch kicken? Ich will ihn foltern. Stell dir vor, die hätten echt eine Waterboarding-Attacke. Was sind die schlimmsten Folterungsmethoden, die du dir vorstellen kannst? Auf jeden Fall erstmal Zähne rausreißen. Ah, ich mag das. Ich kann mir vorstellen, du machst so einen Löffel heiß und steckst ihn dann auf das offene Auge. Hab ich schon. Das ist echt spitze. So einen Zehennagelschneider nehmen und dann die Ohrläppchen ganz langsam. Nee, das mag ich nicht. Das ist ich mag das nicht. Niemand soll das mögen. Das ist der Grund von Fight. Meine Zähne. Ja, schieß ihn ab. Das geht doch. Sich das blockiert, ich kann nichts machen. Wie ist das möglich? Ah, das war so dumm, so weit wegzulaufen. Tja. Aua. Noch eine Folterungsmethode. Drohe das Opfer damit, dass du seine Mutter anrufst und darüber lügst, was er letzte Nacht gemacht hat. Das wäre schlimm. Dein Sohn hat dich dumme Kuh genannt. Und dann hat er seine Hose ausgezogen. Ohne aufs Klo zu müssen. Ist das zu glauben? Nein, das Opfer hat nur noch 6 Leben. Mein Big Boy würde das nie tun. Big Boy, wortwörtlich heißt er so. Und was ist, wenn ich ihm sage, dass er es doch getan hat? Dann glaube ich, sie fremder Mensch. Dann müssen sie die Wahrheit sagen. Schlag ihn, er ist im Arsch. Der Typ stirbt? Okay, dann wenigstens. Sowieso der schwächste Typ. Mal geh so weit weg, dass er niemanden anderen schaden kann. Ja, ich schieß dir hier drauf. Eine Pflanzengestalt wurde erschüttert von diesem Schuss. Mario. Geiles Kommentar. Mario. Wieso schaffe ich diesen Endboss gerade nicht, ohne dass jemand stirbt? Aber... Ach, rollen und jetzt sterben. Das ist ein sehr gutes Verstecken. Ich wünschte, im gesamten Spiel gäbe es genau einen Tod, der total brutal und realistisch wäre. So richtig einfach, da kommt so ein Ninja, nimmt so eine ganz dünne Nadelschnur zum Nähen. Nadelschnur, und dann tut es um seinen Hals und dann... Schabidibidu, labadabada. Ah, mein Feuer, oh, das wird echt teuer. Perfekt. Das ist einfach okay, ich dachte, er macht... So muss der so weit landen, ey. Der ist weggerannt, der ist schlau. Die schlauste Piranha, die ich kenne. Der hat nochmal so eine Fliegenfalle. So Fliegenfallen. Eine Venus-Fliegenfalle hieß sie bei mir. Ich finde, die scheiß Illusion von Venus-Fliegenfallen gehen voll weg, wenn man bemerkt, dass es einfach nur eine Pflanze ist. Und eine Reaktion hat einfach... Ist es eine Reaktion? Sind es Nerven, die dort aktiviert werden? Oder was sind das? Irgendwie.
Ja, halt, die reagiert, wenn da was drückt und aber für dich. Wenn man ein kleines Kind ist, kommt es einem viel gefährlicher. Ja, viel gefährlicher vor. Aber es gibt auch so riesige Viecher. Ja, trotzdem, du kannst halt deinen Finger leicht wieder rausbekommen. Das stimmt. Oder das einfach halt, sobald dein ganzer Körper drin ist, wird es problematisch. Ja, weil es auch so große gibt. Es gibt auch eine Fliege. Ach so, ja, okay, ich dachte, du meinst wortwörtlich. Aber wenn er so dein ganzer Körper drin ist. 1,80 große wäre es auf jeden Fall, ey. In 10 Minuten, älter die von der Vergangenheit, das schaffst du schlecht. Das schaffst du schlecht. Genau. Ja, ja, ja. Jetzt schau mal, jetzt macht er ein Selfie. Bam, 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 das kommt auf Snapstagram. Oh, fuck. Das war lustig. Jetzt kommt brutal ermordet. Boom, boom, Kopf, Kopf. Gehirnmasse. Ja, Foto, lustig. Jetzt schau mal, jetzt erschießen die ihn. Mit einem Schuss, was boom, vorgeschickt. Digga, du bist deaf. Ja, Digga, du bist voll deaf. Hat ihn einfach geköpft. Wie gibt das Sinn, dass sie sich wieder auflösen? Ja, weil das Voodoo geht weg. Das macht das Voodoo-Wing. Wie geil wäre es, wenn du den jetzt noch haben könntest mit dem Virania-Kopf und ihn rekrutieren könntest? Nein, das wäre langweilig. Wie wäre das langweilig? Ich will genau 6 offensichtliche Charaktere. Ich will 3 Charaktere, die ich schon kenne und 3, die eine vollkommen identische Kopie sind. Denn das macht das Spiel lustig. Lars. Lois. Lothar. Wie auch immer. So unlustig. Das ist so lustig. Hast du gesehen, wie immer nach jeder Animation ein Frame, einfach die nicht da sind? Echt? Willst du ein billiges, aufgenommenes Handyvideo da zu sehen? Gönnt euch mal das Folgende. Ich schneide gerade Rabbids in Mario Kingdom Battle. Und jetzt haben wir diesen jungen Mann, diese junge Szene, die ist ganz fresh, oder? Aber dieses Spiel liebt es echt, seine Frames zu skippen, also gönnt euch den hier. Bam, alle gute Oh, wo sind sie denn hin? Da kommt schon die nächste Szene, aber da? Was ist denn da los? Da. Dieser Mann, dieser Mann, dieser Mann.